Video teile ich mit euch, was ich an einem Tag so alles esse. Die Idee kam von Abonnenten auf Instagram und ich habe gedacht, ja, warum nicht? Wenn das interessant ist, dann kann ich gerne zeigen, was ich esse. Ich habe gedacht, ich mache dann zwei Tage. Ein Tag war so ein Tag, ist nicht sehr repräsentativ und der nächste Tag war ein Arbeitstag. Bevor wir aber anfangen und ich euch zeige, was ich esse, möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich Intervallfasten mache. Intervallfasten mache ich bereits seit 2 Jahren und ich habe das mal ausprobiert, einfach aus Neugier, und ich wollte nicht abnehmen, das war jetzt nicht mein Ziel, sondern mein Problem war, dass ich viel zu viel abends genascht habe. Jeden Abend, nachdem wir bereits Abendessen hatten und die Kinder im Bett waren, kam ich in die Küche, habe mir einen Tee gemacht und noch irgendwas Kleinigkeit dazu. Meistens war das etwas Süßes, ja. Und das fast jeden Tag und das hat mich dann irgendwie genervt. Ich wollte, dass diese Gewohnheit brechen und ich fand Intervallfasten eine tolle Methode, um das zu brechen. Und ich mache eine Methode 16-8. Das heißt, 16 Stunden esse ich nichts und dann 8 Stunden habe ich eine Zeit, wo ich etwas esse. Ich frühstücke in der Regel zwischen 9 und 10 Uhr morgens, je nachdem, wann ich abends zu Abendessen gegessen habe. Ich rechne dann 16 Stunden von meiner letzten Mahlzeit abends und dann frühstücke ich am nächsten Tag 16 Stunden später. In der Regel ist es um 10 Uhr. An diesem Tag habe ich mich für Spiegeleier entschieden. Dazu hatte ich ein Tomat-Mozzarella-Baguette mit etwas Balsamico-Essig und Olivenöl obendrauf. Zum Trinken hatte ich einen Kaffee und einen Kräutertee dazu, da ich ziemliche Halsschmerzen an diesem Morgen hatte. An diesem Tag hatten wir keinen richtigen Mittagessen, da wir in einem Park waren und haben ein paar belegte Brote mitgenommen. Da wir am Sonntag in der Regel einen relativ frühen Abendessen haben, war das nicht so schlimm, dass unser Mittagessen kurz ausgefallen ist. Ich hatte ein belegtes Brot mit Käse und ein paar Cherrytomaten dazu. Nachmittags haben wir uns leckere Törtchen gegönnt. Wir haben diese wundervolle Konditorei in Elsass entdeckt und da wir unseren Ausflug in der Nähe gemacht haben, haben wir ein paar leckere Törtchen mitgenommen. Jedes Törtchen ist so lecker gewesen. Wir haben natürlich uns das Ganze geteilt. Ich hatte eins mit Himbeermus, aber auch die Schokoladentörtchen waren köstlich, wie meine Tochter sagt. Sehr filigran, nicht zu süß, mit Musse-Schokoladencreme und etwas Nüsse. Dazu hatten wir einen Kräutertee. Wir lieben unsere Tees selber zu mischen. Wir kaufen immer große Packungen mit losem Tee und wenn man möchte, kann man sich eine eigene Kräutertee-Mischung machen, zum Beispiel aus Minze, Zitronengras, Thymian oder Kamille. Zum Abendessen hatten wir Salbei-Schweinesteak mit Ofengemüse von HelloFresh. Die Zubereitung ist sehr einfach und es gibt immer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu, mit der auch schlechte Köche sehr gute Ergebnisse erzielen können. Am Sonntag kocht öfters mein Mann und er liebt es auch, mit HelloFresh zu kochen, denn es kommt alles bereits in der richtigen Menge verpackt und abgewogen, man muss nur Gemüse schneiden und dann geht es schon mit dem Kochen los. HelloFresh kann man im Abo bestellen, du wählst deine Lieblingsgerichte aus. Es gibt übrigens über 30 abwechslungsreiche Rezepte für jede Vorliebe. Die Zutaten sind immer frisch von zertifizierten lokalen Erzeugern und auch das Abo ist ziemlich flexibel. Dieses kann man jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Mit meinem Gutscheincode sparst du in Deutschland bis zu 90 Euro auf deine ersten 4 Boxen von HelloFresh und bekommst einen kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf dazu. Klicke auf den Link in der Videobeschreibung, um deine Vorteile zu sichern. An diesem Abend hatten wir dieses Gericht Salbei-Schweinesteak mit Ofengemüse. Das war total lecker. Den Kindern hat es auch sehr gut geschmeckt und ich werde definitiv dieses Gericht nachkochen.
Ich fand die Soße auch ganz lecker mit Balsamico-Creme. Es war so eine süß-saure Soße, die sehr gut zu dem Schweinesteak gepasst hat. Am nächsten Tag hatte ich morgen früh meinen Cappuccino. Zum Frühstück habe ich mir eine Müslischale gemacht mit etwas Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Cashewnüsse und Cranberries und noch etwas Mandeln und Chiasamen dazu. Normalerweise würde ich solche Müslischale mit Naturjoghurt und Honig essen, aber ich hatte leider keinen Joghurt, deswegen habe ich Hafermilch genommen. Hafermilch ist süßlich, da braucht man keinen Honig mehr. Und noch etwas Blaubeeren habe ich obendrauf gelegt und fertig war mein leckeres Frühstück. Dazu gab es noch eine Tasse Kaffee. Zum Mittagessen hatte ich Thunfisch-Sandwich. Für den Sandwich toaste ich Toastbrot und beschmiere das mit Mayonnaise. Thunfisch aus der Dose vermische ich auch mit Mayonnaise. Manchmal mache ich noch eingelegte Karotten dazu. Dafür schneide ich die Karotten mit der Küchenmaschine, dazu etwas Salz, Pfeffer, Koriander und Zucker und natürlich Olivenöl und etwas Apfelessig. Das Ganze gut vermischen und am besten etwas ziehen lassen, so circa 30 bis 60 Minuten. Im Sandwich war noch etwas Salat drin, Gurke und Feta-Käse. Solche Sandwiches mache ich oft. Ich nutze Vollkorntoastbrot, da ich das weiße Toastbrot gar nicht mag. Und die Kinder essen solche Sandwiches auch sehr, sehr gerne. Das war mein Mittagessen. Unser Abendessen war etwas mexikanisch. Das mache ich auch oft, da es ziemlich praktisch ist und man einiges in so einen Fladen einrollen kann. Ich habe Hühnchen gemacht, gewürztes Hühnerbrustfilet im Wok mit Zwiebeln und Paprika anbraten. Normalerweise würde ich noch Chilis dazugeben, aber wegen Kindern würze ich alles moderat. Auf den Maisfladen kommt etwas geriebener Cheddar-Käse, danach Basmati-Reis, Hähnchen, etwas Bohnenpüree und Guacamole. Diese darf bei mir nicht fehlen. Ich liebe Guacamole. Ich mache das auch sehr schnell, indem ich Avocados mit Limettensaft mit der Gabel püriere, etwas Schalottenzwiebel dazu schneide, Knoblauch und Koriander. Guacamole esse ich auch gerne mit Tortilla-Chips. Aber heute ging es in diesen Fladen rein. Diese Mahlzeit ist sehr sättigend, lecker und man kann es sehr gut mit Hackfleisch und Bolognese-Soße machen. Wie du siehst, es ist nichts Besonderes. Ich möchte jetzt etwas meine Ernährung umstellen und ein bisschen mehr Gemüse auf meinen Speiseplan bringen. Das Problem ist, dass die Kinder das nicht so gerne essen und ich entsprechend auch weniger Gemüse essen, wobei ich liebe Gemüse und Salate. Und vielleicht mache ich dann in einem Monat ein Update-Video. Falls du Interesse hast, schreib gerne in den Kommentaren. Bitte alle Anfragen, was ihr habt, schreibt mir gerne in den Kommentaren. Ich freue mich immer auf eure Ideen. Und wenn ihr Interesse zeigt, was ich für Videos machen kann, ist es das beste Feedback für mich. Dann kann ich entsprechend euren Interessen Videos drehen. Also freue ich mich, dich in einem nächsten Video zu sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao!